Ich habe womöglich den schönsten Fehlkauf meines Lebens gemacht, der mein Leben, mein privates Leben, mein Entertainment-Leben wirklich bereichert hat. Letztens auf der Suche nach einem neuen Laptop habe ich mich vergriffen am BMAX Y11 oder wie man den auch immer nennt. Das ist ein ganz besonderer Laptop, aka Tablet, den kann man nämlich um 100 oder 360 Grad drehen. Und warum der so interessant ist und warum ich ihn jetzt trotzdem behalte, das sage ich euch heute. Oh Mann, ich komme mir schon vor wie diese anderen Reviewer. Das sage ich euch heute in diesem Video. Wenn wir uns das Ding rein optisch ansehen, sehen wir, hier ist eine Schutzfolie drauf. Die habe ich auch extra bis jetzt aufgelassen, damit ich die jetzt auch frisch mit euch abziehen kann. Oh, einfach schön. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal ein schönes Metallgehäuse, relativ klein. Zu den ganzen Specs und so komme ich gleich. Wir gucken uns das Ding jetzt erstmal äußerlich an. Es ist auf jeden Fall Aluminium gekörnt. Fühlt sich ja gut an. Und auf der Rückseite ist direkt nochmal eine Schutzfolie. Warum auch immer. Oh. Auf der rechten Seite finden wir Types, die für die Stromversorgung einmal Micro-HDMI, um zum Beispiel die Kamera oder ähnliches anzuschließen und dazu noch den SD-Karten-Slot und einen Lautsprecher. Wenn wir uns die andere Seite angucken, haben wir hier den AUX-Eingang, Lauter-Leiser-Taster und der Taster, womit das Ding überhaupt angeht. Zusammen mit einem kleinen Mikrofon und der anderen Lautsprecherseite. Unten gibt es noch so kleine Gumminoppen, damit das nicht auf dem Tisch hin und her rutscht, was ich echt gut finde, weil der letzte Laptop, den ich hatte, der hatte das nicht und der ist ziemlich schnell zerkratzt und ist dann auch letztendlich kaputt gegangen. Also so ein kleines Detail kann echt wichtig sein. Verbaut haben wir den Intel 8. Generation Gemini Lake Prozessor. Der ist jetzt nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Ist so ein Mittelding halt. Intel 9. Gen Ultra HD Graphics 600. Ist jetzt auch nicht der beste Grafikchip, aber wir reden jetzt auch hier von nur 300 Euro. Wir haben hier 11,6 Zoll fingergeprinteten Full HD IPS Display, der übrigens mit 10-fach Touch beglückt ist, also ihr könnt aber 10 Fingern gleichzeitig drauf rumhantieren. Das Ganze hat 8 GB LPDDR4 RAM und 256 GB Highspeed SSD, was für den Preis von 300 Euro doch schon ist gut. Natürlich haben wir noch das Feature, was ich euch am Anfang gezeigt habe, womit wir den Laptop zu einem quasi Tablet umwandeln können. Das Tablet selbst hat eine 0,2 Megapixel angebaute Kamera, hört sich jetzt nicht viel an, ist aber ganz ordentlich, mal für Skype oder so, kann ja nicht schaden, eine Kamera mehr oder weniger zu haben, oder? Mit verbautes Dualband Wi-Fi mit 2,4 GHz und auch 5 GHz, je nachdem, was ihr braucht. Ich wollte euch jetzt auch hier nicht mit irgendwelchen Specs voll quatschen, wie groß der Prozessor oder ähnliches angefertigt ist. Das findet ihr alles in dem Bericht auf meiner Seite. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Falls ihr diese detaillierten Specs wissen wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Da gibt es natürlich noch den Preisvergleich, wo ihr das Teil am günstigsten bekommen könnt. Apropos, woher bekommen? Ich habe mir das Ganze vom Banggood gezogen. No Werbung an der Stelle. Das hat ungefähr 2 Wochen und 2 Tage gedauert, dann war das Ganze auch da, natürlich auch zollfrei für 299 Euro, ist ein Schnapper. Der Laptop packt es auf jeden Fall 4K mit 60 FPS flüssig wiederzugeben, wo der ein oder andere schon in die Knie gezwungen wird, wenn wir hier von einem Laptop sprechen. Haltet eure Tücher bereit, das Ding saugt euch nämlich die Fingerfettigkeit auf diesem Bildschirm von euren Fingern, das war ziemlich eklig. Das Ganze ist natürlich zu bereinigen mit einem Wisch drüber, ich habe es jetzt hier mit meinem Oberteil gemacht und ihr seht, ist fast nichts mehr drauf, also das ist auch kein großer Fehler, würde ich jetzt mal sagen. Wir sollen hier 7 bis 8 Stunden mit der Akkukapazität auskommen. Ja, je nachdem wie viel ihr damit macht. Je nachdem 7 Stunden bei vielen Betrieb und 8 Stunden bei etwas mäßigerem Betrieb konnte ich jetzt aus dem Ding rauskitzeln. Innerhalb von 1 Stunde Ladezeit könnt ihr das Ding bis zu 50% vollklatschen. Ganz geil. Ich habe doch da mal direkt mein Lieblings-Mobile-Game Battle for the Galaxy mal ausprobiert und es lief sehr flüssig. Ab und zu waren mal die ein oder anderen Ruckler mit dabei. Das darf man aber wirklich dem Laptop nicht ansperzen, sondern eher Battle for the Galaxy. Immerhin in der Zeit, wo es auf meinem Smartphone nicht ging, dank eines technischen Updates, was nicht funktioniert hat mehr mit diesem Spiel, konnte ich es immerhin noch auf den Laptop zocken, was sehr geil war. Und ich habe es wirklich genossen, mich abends ins Bett zu chillen, den Laptop einfach mitzunehmen, weil der ist leicht, der ist klein, der ist handlich und einfach Twitch-Livestreams darauf zu gucken, nebenbei mal ein bisschen was dabei zu machen, weil das ist ja auch alles mit Touch, also könnt ihr auch direkt mal über euren Bildschirm wischen und zum Beispiel zum einen zum anderen Tab wechseln. Das ist auch mein erster Laptop mit Touch-Funktion, muss ich gestehen,
Aber ich habe mich wirklich in das Teil verliebt, auch wenn das jetzt nicht wirklich krass ist. Also das kann zum Beispiel nicht mit meinem Xiaomi Gaming Notebook mithalten. Aber ich habe mich wirklich drin verliebt. Also der Entertainment-Faktor da drin, Netflix, YouTube oder sonst was zu gucken, ist wirklich gut. Da kam auch gerade ein neues Update rein. Apropos Updates, die zieht ihr von ganz alleine. Natürlich alles auf Windows hin. Uns hier einfach mal ein Video von meinem Hauptkanal angucken, um den Sound zu testen. Oh Mann, was macht man nicht alles für eine Aufnahme? Also wenn ihr meinen Hauptkanal noch nicht abgecheckt habt für Vlogs, Fitness, Comedy und Lifestyle, dann ey, was macht ihr überhaupt noch auf diesem Kanal? Muss sagen, das sah jetzt in der Cam ein bisschen so aus, als würde das Ganze ziemlich krass spiegeln. Ich muss sagen, es ist aber nicht so. Also es ist nicht so krass, wie es gerade aussah. Das liegt halt immer an der Kamera und an dem Bildschirm. Die reflektieren dann immer schön. Er reflektiert schon, aber halt nicht so stark, nee. Was ihr wahrscheinlich auch schon an der Tastatur gesehen habt, wo ihr euch dran gewöhnen müsst, ist einfach, dass es die amerikanische Schreibtastatur ist. Also wir haben hier zum Beispiel Control anstatt Steuerung und wir haben hier zum Beispiel Y und Z vertauscht. Aber ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich schon blind Schreiben in seiner Schule gehabt beim PC und ich denke, jeder von uns wird da keine Probleme bei haben. Für wen ist das Ganze denn jetzt mal so ganz gut? Also für die Leute, die wirklich extrem viel Leistung brauchen, für euch nicht. Für euch Gamer da draußen ist das Teil wahrscheinlich zu schlecht. Aber das könnt ihr ja schon anhand von den Specs vergleichen, ob das was für euch ist oder nicht. Zum reinen Entertainment-Faktor. Absolut krankes Teil, würde ich jedem empfehlen, auch dass man das Ganze umklappen kann. Mir ist nämlich schon mal ein Laptop durchgebrochen, hiermit ist das nicht mehr der Fall. Mal sehen, wie lange das auch hält. Zum ab und zu mal ein paar Mobile Games darauf zocken oder so kleine Computerspiele ist es auf jeden Fall ganz geil. Auch mit der Touch-Funktion, das ist wirklich ein Segen. Akku hält lange, Entertainment-Faktor ist da, man kann darauf zocken, das Ding ist kleinhandlich für unterwegs. Ich denke, wenn ihr euch da seht, dann checkt doch gerne den Link in der Beschreibung aus. Wir sehen uns vielleicht heute zum Livestream, ich weiß ja nicht, wann das Video online kommt, also folgt mir gerne auf Twitch, TheAngel32 und folgt gerne meinen Hauptkanal, denn da seht ihr noch mehr über mein Leben. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video, haut rein, wisst ihr, was ich meine?